Du hast eine ganz tolle Geschäftsidee und möchtest die nun auf die Straße bringen, sprich sie umsetzen, und du brauchst nur noch das Geld. Nun, da werde ich dir eine ganze Reihe von Lösungen heute vorstellen, wer und wie du deine Finanzierung aufstellen kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Hub-Institut für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung, sondern auch vierfach ausgebildeter Fachberater für Fördermittel. Das heißt, ich kenne alle zigtausend Förderprogramme und aber auch sonstige Finanzierungsmöglichkeiten, und ich darf dir heute die vorstellen, die sehr wahrscheinlich auch für dich machbar sind. Nun, die erste, die kennst du wahrscheinlich, das ist dein persönliches Eigenkapital. Also wenn du auf dein Konto guckst oder unter deinem Kopfkissen in die Sparsocke reinguckst, dann hast du Geld, was du einsetzen kannst. Und dieses Geld, das hat einen ganz großen Vorteil, denn dein Eigenkapital kannst du hebeln, multiplizieren mit Fremdkapital. Je weniger Eigenkapital du hast, desto weniger Fremdkapital wirst du bekommen. Das heißt, mach dir keine Sorgen, wenn dein Eigenkapital nicht ausreicht, aber es kann die Grundlage sein zu noch mehr Fremdkapital. Die zweite Möglichkeit, so habe ich damals auch angefangen, ist, dass du dir einen Job suchst, einen Angestelltenjob, und im Nebenerwerb deine Unternehmung gründest. So kannst du also die Überschüsse aus deinem Angestellten-Tätigkeit, aus deinem Angestelltenverhältnis dann direkt reinfließen lassen zur Finanzierung deines Unternehmens. Die dritte Möglichkeit, die klassischen 3F, Fools, Friends and Family. Nun, das sind dann Gelder, die du privat ausleihst aus deinem Umfeld. Das muss nicht immer gleich eine Firmenbeteiligung sein, das kann einfach auch ein zinsloses Darlehen sein oder ein Darlehen mit Zinsen. Am besten ist es, wenn du genauso wie bei der Bank einen Darlehensvertrag aufsetzt, mit Zinsen und mit entsprechenden Konsequenzen, wenn die Rückzahlung nicht erfolgt ist, beziehungsweise auch genau absprechen, wann und wie die Tilgung beginnen soll. Die vierte Möglichkeit ist, dass du so eine tolle Geschäftsidee hast, dass andere Menschen, die die Idee nicht haben, aber das Geld haben, sich dir anschließen. Dann gründest du einfach eine Gesellschaft, eine UG, eine GmbH, und die anderen Gesellschafter, die bringen das Kapital, das Stammkapital oder sogar noch mehr Geld rein als Darlehen. Und du bist derjenige, der dann die Idee reingibt und auch für die Umsetzung sorgt. Kommen wir zur Version Nummer 5. Hier ist es so, dass natürlich die Banken gerne Geld verleihen mit hohen Zinsen, aber mit niedrigem Risiko. Und das Risiko bei dir als Gründer, nun, das ist sehr groß. Deshalb sagen die meisten Geschäftsbanken, dass du nach 3 Jahren kommen kannst. Wenn du so 3 Jahre rückwirkend eine BWA hast, dann kannst du kommen, und wenn die Zahlen dann noch gut aussehen, dann könntest du Geld bekommen. Ansonsten werden die meisten Geschäftsbanken dich ablehnen. Die gute Nachricht ist aber die Nummer 6, denn es gibt eigens entwickelte Förderbanken. Es gibt in jedem Bundesland in Deutschland beispielsweise Landesbanken, wie zum Beispiel in Berlin die Investitionsbank Berlin, oder in Brandenburg gibt es in jedem Bundesland solche Förderbanken, die auch spezielle Förderprogramme haben, die dir als Gründer vor der Gründung, zur Gründung, in den ersten 2 oder 5 Geschäftsjahren Förderprogramme, sprich also Fremdkapital, zur Verfügung stellen, trotz deines hohen Risikos. Der 7. Punkt ist, dass andere Menschen oder auch Beteiligungsgesellschaften, die Geld geben, gegen Beteiligung am Gewinn, Umsatz oder direkt am Unternehmen. Du kannst also entweder über Gesellschaften, die es auch in jedem Bundesland gibt, oder über private Personen, Investoren oder auch meistens Business Angels genannt, die sich dann auch unterstützen, die sich dann investieren in dein Unternehmen, wenden, und diese Menschen geben dir das Geld. Und du musst dann verhandeln, wofür, wogegen. Ist es nur ein hoher Zins, den die bekommen? Oder ist es so, dass sie eine stille Beteiligung bekommen, also am Gewinn-Umsatz beteiligt sind? Oder willst du sie sogar als Gesellschafter mit in dein Gesellschafterteam aufnehmen? Die 8. und letzte Möglichkeit ist die Crowd, die Menge. Also sprich jeder, dein Nächster, der sich direkt oder übers Internet bei dir beteiligt. Und diese Beteiligung kann als Crowdfunding so aussehen, dass du gegen das Geld wieder Leistung, Dienstleistung, Produkte zurückgibst, also im Tausch, kompensatorisch ähnlich. Oder die 2. Möglichkeit ist Crowdlending, sprich jeder gibt dir kleine Menge als Darlehen und dafür gibst du dann Zins und Tilgung später. Oder die 3. Möglichkeit ist Crowdinvest, wenn sogar die Menge sich gegen diese Geldbeiträge bei dir beteiligen kann. Das heißt, die werden echte Gesellschafter, so ein bisschen wie Aktionäre dann an der Börse auch Unternehmensanteile kaufen können. Die Voraussetzung bei all diesen Finanzierungsmitteln ist natürlich, dass du von deiner Vision, von deiner Idee in der Zukunft eine belastbare Versprechensbasis aufbaust, sprich also, dass Profit, Rendite oder zumindest Rückzahlung der Mittel möglich ist. Und dafür brauchst du einen Finanzierungsplan. Und diesen Finanzierungsplan aufzustellen, dabei können wir dich unterstützen. Und du kriegst sogar Förderprogramme, die dann 50-100% der Kosten übernehmen. Wenn du also jetzt Fragen hast, um diese Finanzierungsmittel einzusammeln an uns, wie wir dir dabei helfen können, dann nutze jetzt gerne den Gutschein für ein kostenfreies Erstgespräch.
Gerne aber kannst du das Video auch liken, den Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg.